Ma, nicht zu Me. Es ist nicht Merio und Legi. So, aber wie geht's euch denn, Leute? Leute, wie geht's euch denn? Wie geht's euch denn heute an diesem Mittwoch? Cooler Mittwoch, guter Mittwoch. Ich glaube, hier sind die Temperaturen noch einigermaßen in Ordnung. Lass mich kurz. Oh! Ups. 28 Grad. 28 Grad. Oh mein Gott, morgen soll es 30 werden. Morgen soll es 30 werden. Ich habe keine Lust mehr. Kurzer Vibe-Check, Leute. Vibe-Check, wie warm ist bei euch? Kurzer Vibe-Check, wie warm ist bei euch? Wir müssen hier, wer gewinnt oder wer verliert? Wer gewinnt mit der Zahl, aber verliert dadurch im Leben? Das ist die ganz wichtige Frage. Oh, 28, auch bei Mickey. Krepper, 26. Easy Mode, möchte man ja mal sagen. Bertob, 18. 18, kann ich vorbeikommen? In dem scheinbaren Keller von Temperaturen, in denen es da gerade sind. 26 mit Regen, das ist nicht geil. 26 mit Regen ist nicht geil, weil das heißt nachher einfach nur schwüle Scheiße. Das ist das, was man nachher um die Ecke, um die Ohren geworfen bekommt. Weißt du, Regen ist geil, Regen muss sein. Regen ist wichtig. Aber boah, wenn das dadurch irgendwie so schwül wird. Oh, Superstar sagen. Ich liebe ja die Gesichter der beiden. Ich fand das immer ein bisschen schade, dass wir in den westlichen Versionen anders. Ich meine, das Cover von Superstar Saga ist cool. Das Cover von Superstar Saga ist cool, aber ich fand diese doch schon eher so komödiantisch angelegten Profil-Cover im Japanischen irgendwie besser, weil die sich auch durchgezogen haben. Und wir haben die dann erst mit dem dritten Teil übernommen und dann auch weiter durchgeführt. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht wurden auch einfach die Leute zu faul nach Partners in Time, hat man sich gesagt, nee. Nee, komm, Japan, die haben schon ihr Cover gemacht. Das können wir auch einfach so übernehmen. Es ist Mario und Luigi auf dem Cover. Es ist Mario auf dem Cover, das verkauft sich auch so. Wir brauchen nicht noch irgendwie ein Artwork oder so. aber vielen Dank, Curse for Nothing, übrigens, für das Abo. Vielen, vielen Dank dafür. So, aber guten Tag auch an alle, die da sind. Buckard, Aaron, Dragon, Notraku, nochmal an Bertobox, Curse for Nothing ebenso, Mickey, Krepper, moin, alle, die da sind. Ja, ich sehe schon, muss noch schnell die Rekorde Neon White. Ich werde wahrscheinlich nachher das Spiel aufmachen und dann sehen, wie sehr ich abgerutscht bin. Es wird schlimm werden, weil wie gesagt, ich habe jetzt noch heute Abend und morgen ein bisschen Zeit, das zu spielen. Und dann bin ich für eine Woche weg. Und dann komme ich wahrscheinlich wieder und ich bin überall so 10. Platz. Weil auch dann die ganzen neuen Routen gefunden wurden. Alter, das ist so krank. Ich hab teilweise ja auch wirklich gedacht, okay, Alter, das kannst du gar nicht schneller machen. Das kannst du gar nicht schneller machen. Diese Zahlen in dem weltweiten Ranking, die sind ja vollkommen gelogen. Das kann ja keiner machen. Und dann bin ich so auf, es gibt ein Easy Sleep. What the fuck, was ist das denn? Auto Sleep? Okay. Rumble Feature? Wie das denn? What? Das ist doch ein GBA. Wo gab's denn dann? Hä? Oh, im Modul? Hä? Okay, schnell weg, bevor ich weiter verwirrt bin. Und ich hab mir da mal teilweise die Videos angesehen. Und das ist so krank, so an teilweise Routen, an die du gar nicht denkst, was irgendwie noch geht. Gerade mit dem Momentum welche ist das? Die Submachine Gun oder so, ne? Bei der du die Bombe werfen kannst. Was du da mit dem Momentum machen kannst, ich habe irgendwie schon gesehen, das Beste ist irgendwie das hinter dich legen und dann ein, zwei Frames, bevor sie explodiert, springen, dann kriegst du das maximale Momentum irgendwie raus. Das ist absurd. Das ist absurd, der Execution-Level, den ich da schon gesehen habe in dem Spiel. Das wird der ADGQ-Run nächstes Jahr. Wird geil.
Da freue ich mich extremst drauf. Gab es nicht ein Rumble-Pack für den Game? Ja, aber ich dachte, das wäre halt immer so bestimmte Spiele, die das dann gemacht haben. So bestimmte Spiele, die halt einen Rumble-Pack enthalten haben. Aber ich, so mein Modul davon hat das, glaube ich, nicht. Mein Modul hat das davon, glaube ich, nicht. Aber ja. Mario & Luigi Superstar Saga, auch eines der Spiele, die ich damals gekauft habe. Mean Goblin, moin, danke für den Follow. Die ich damals einfach so, ich hatte dir zumindest den Game-Protest oder so gesehen. Und dann einfach aus dem Laden geholt und das Ding, glaube ich, für, das war so eines von diesen, ich weiß es noch genau, ich habe dieses Spiel geholt und ich hatte am nächsten Tag irgendeine Klausur. Das weiß ich noch. Ich hatte am nächsten Tag irgendeine Klausur. Ich habe das nach der Schule geholt, bin nach Hause und das natürlich habe ich erstmal mit diesem Spiel prokrastiniert. Dieses typische, ja, okay, komm, ich spiele einfach mal rein. Ich spiele eine Stunde, ich spiele zwei und dann habe ich ja noch genügend Zeit, um mich auf die Klausur am nächsten Tag vorzubereiten. Und ich glaube, ich habe am ersten Tag legit 5 Stunden gespielt am Stück und dann hatte ich noch 1 oder 2, um mich auf die Klausur vorzubereiten. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Und ich weiß nicht, wie sie ausgegangen ist. Es kann, glaube ich, nicht allzu schlecht oder zu gut. Also es kann auf jeden Fall nicht allzu schlecht gewesen sein, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, daran erinnert. Aber es kann auch, glaube ich, nicht allzu gut gewesen sein, sonst hätte ich mich daran erinnert. Aber ich mag diese ganze Aufmachung davon, dass das ja so, ne, du hast diesen Koffer auch im Intro, in dem die beiden drin sind. Und das Ganze wird als so diese Reise dargestellt und auch mit ihren Passports, die sie am Anfang bekommen, wo die Bilder gemacht werden. Das ist, ich bin da immer sehr großer Fan von, wenn solche Dinge kontextualisiert werden. Oh. Ja, es wird geil oder man wird nichts verstehen, weil jeder Level in 5 Sekunden vorbei ist. Ich glaube, du musst das Spiel halt so ein bisschen kennen, dann, um das zu sehen. Oh, Fabian. Moin, Oberon Gameboy Player? Oh, stimmt. War das extra? Haben die damals wirklich daran gedacht, das extra eine Funktion mit dem Gameboy-Player zu machen? Ich meine, Mario & Luigi Superstar Saga auch in dem Sinne gut, dass es einfach mal einen anderen Plot hatte. Es hatte den Plot so ein bisschen, finde ich, von Banjo-Kazooie geklaut. So, dieses böse Hexe kommt irgendwie vorbei und will was von einem Jungen, einer jungen Frau oder so stehlen. In dem Fall eben die Stimme. Aber es ist einfach mal, es war so erfrischend, einen anderen Antagonisten wieder zu haben als Bowser. Ich muss sagen, das finde ich bei diesen ganzen RPG-Spielen in der Mario-Universum generell so erfrischend, ist, dass sie andere Antagonisten einführen. Andere Personen, die du auch mal irgendwie hassen kannst, die dann auch dazu führen, dass Bowser eben andere Rollen in diesen Spielen irgendwie hat. Und vor allem sind es auch irgendwie die einzigen Spiele, die so ein bisschen das Real Life von Mario und Luigi zeigen. So sein, dass Luigi auch extra die Wäsche macht für Mario. Aber die Häuser auch jedes Mal irgendwie anders aussehen, ne? Zwischen den Spielen. Aber ich darf wirklich tot bedienen. So, das finde ich immer ganz geil, wenn du hier so diesen Einblick bekommst. Das ist... Ich weiß nicht. Ich meine, es sind in dem Fall Brüder, ne? Vollkommen okay. Aber halt so Ernie und Bert mäßig nebeneinander. Weißt du, sie teilen sich sogar einen Nachttisch. Aber es ist das M drauf. Weißt du, sie kriegen alle ihre passende Bettwäsche. So hier rot und grün. Aber der Nachttisch, den man sich teilt, da muss Mario draufstehen. Ja, weil wir alle wissen, es ist ja auch Mario, Mario, Luigi, Mario. Erstmal Mario nackt gesehen. Killed by Mario's incredible girth. Oh. Ja genau, das Rumble Pack, das erinnere ich mich noch, dass es für den DS gab, dass du es unten reinstecken konntest. es sah gerade aus, als ob das Seil aus seinem Anus gekommen wäre. Erstmal auf die Fresse. Erstmal Bowser auf die Fresse. Klassiker. Klassiker muss so sein. Oh, vollkommen verkackt. Ich weiß gar nicht, kann ich in dem ersten Kampf auch verteidigen?
When was your last battle? Did you already forget about your action commands? Oh, you fucking idiot! Dann hat mir explained. Ich finde auch geil, wie Bowser einfach so wartet an der Seite. Okay, komm, lass ihn mal kurz. Ist ja unfair dann. Ist ja ansonsten. Also, das bringt dir nichts. Das bringt dir überhaupt nichts. Stop! Okay, erstmal in der Luft anhalten. Genau, press the A-Button hier. Hervorragend, he did it. If you get the timing just right, you do extra damage. Every attack has its very own action command, so be sure to master them all. Okay, on with the pummeling. I fucking did it! Mario! I forgot something, this is really important, you can also dodge... Ja, das hab ich doch gerade schon gemacht. Hab ich doch gerade schon perfektioniert. Ist doch überhaupt kein Problem. Siehst du, ich wollte einfach nur mal kurz auch zeigen, wenn man das falsch macht, das sah genau so aus. Damit wir auch alle, ne, damit ihr auch seht, dass ich das gerade eben richtig getan habe und nicht das Spiel einfach das für mich macht. Das muss man natürlich auch wissen. Ne? Also hier nochmal, genau, damit wir alle wissen, so sieht das falsch aus. Soll sich ja niemand schlecht fühlen, ne? Deswegen. Ah, jetzt kann ich es halt nicht mehr demonstrieren, wie man es richtig macht. Sorry, ich dachte, ich hätte noch einen Angriff. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich vorher noch den letzten richtig, wäre ich dem noch eben richtig ausgewählt. Ich tue doch die Kraft, die Zeit anzuhalten. Eigentlich die mächtigste Figur. Ich meine, ich mag das auch an den Spielen, dass die halt wirklich Charakter haben. Ich liebe diese Mini-Sprite-Version von Bowser, der keinen Hals mehr zu haben scheint. Der einfach nur so eine runde Kugel ist. Vor allem auch dann die Einführung, weißt du, das ist die Mario-Lore mit den anderen Kingdoms, die es noch gibt. Warum, Bowser, warum nicht einfach mal in ein anderes Kingdom reingehen und da irgendwie die Prinzessinnen klauen? Einfach voll OP die Attacken. Wir sollten lieber Peach mitnehmen. Do something super. Bowser will einfach nur hier wohnen. Das ist das. Das ist das. Oder vielleicht er braucht einfach nur jemanden. Weißt du, damit er abends nicht so alleine ist. Yeah, Peach dropping the F-Bombs. Literally. Go capture that fiend and get back Peach's voice. And then I can kidnap her. Weißt du, die hat ja. Es lohnt sich nicht, die zu kidnappen, wenn sie nicht bei voller Verfassung ist. Das ist ja. Wir müssen sie jetzt quasi wieder auf ihren normalen Status zurückführen. Jetzt ist sie nicht gut genug für ihn auf einmal, ne? Da siehst du. Das ist nicht in Krankheit oder so. Er würde die entführen, Peach wird krank und dann gibt er sie sofort wieder zurück. Er will die Bourgeoisie stürzen. Comrade Bowser. Oh, Lotti, moin, was geht? Ninja ebenso. Leider gibt es nur ganz wenige Games, die das Rumble Pack haben. ROM-Hacking hat Patches, die das mit Flashcards kompatibel machen, die auch Rumble haben. Ist ganz nett. Oh, das ist wirklich cool. Ich meine, in dem Fall, ich weiß nicht, ob das dann auf einem über den Mister möglich wäre. Mit wahrscheinlich schon, ne? Ich nehme mal an, dass die das da auch eingebaut haben. Ich meine, in dem Fall habe ich jetzt keinen Controller mit Rumble, weil ich für so. Ne, alles was so NES, SNES und GBA ist, benutze ich halt mein Super Nintendo Pad. Das finde ich dafür irgendwie am geilsten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht ein Toad wie der ziemlich fucking cursed aus. dieses Sprecheigen oben rechts. Oh, als ob Pac-Man dich gerade irgendwie von hinten auffressen würde. Oh, einfach direkt mal Björn mit den Pro-Strats hier. Was machst du eigentlich hier oben? I can't seem to find my precious belonging. Do you think maybe you could help me look for it? Ja, natürlich. When I was walking here, so focus on this ledge. Do you know when you approach something, look at the action icon? Alles klar. Ja, ich... Okay, das ist das Action Icon. Danke, Kamerad Bowser, für die 5 Euro. Ah, oh, danke dafür. Ah. Oh.
Wir sind Teil der Veränderung. Wir sind Teil der Umverteilung. Yo, Squall, moin. Oh, kaum hat sie eine kleine sexy Stimme mehr, will er sie nicht mehr. Ja, geht gar nicht um ihren Charakter, genau. Der will einfach nur Peach für ASMR-Content. Das ist der wahre Grund. Das ist der wahre Grund. Er will sie einfach nur kidnappen, damit er sie dann zur dauerhaften Streamerin machen kann. Ey, ich finde das immer noch so weird. Weißt du, ich gehe ja teilweise so Twitch durch, mal um zu gucken, hey, was sind denn so, was ist denn momentan so populärer Content, ne? Was ist so Kram, was Leute machen? Einfach nur, um so ein bisschen mehr Gefühl für diesen Zeitgeist zu bekommen. Und dann sehe ich immer diese ASMR-Streamer, wo sie so two-directional Mics aufgebaut haben mit so Plastikohrmuscheln daneben. Und dann lecken die halt teilweise an diesen Ohren rum. Ich finde, das sieht einfach schon mega creepy aus. Und natürlich sind sich einfach nur garantiert die Hälfte der Zuschauerschaft darauf ein, am Pellen, vollkommen, mach was du willst. So, whatever. Aber ich kann das keine 5 Sekunden, da kann ich nicht zuhören. Ich finde, das ist das schlimmste Geräusch auf Erden, wenn dir jemand ins Ohr reinschlabbert. Also ich kann schon so ASMR nicht ab. Das einzige ASMR, was ich irgendwie so habe, weißt du, das ist so Schneestapfgeräusche. Oder wenn jemand durch Sand geht oder so. Keine Ahnung, so wenn Texturen irgendwie, so ein Scheiß vielleicht, ne? Oder keine Ahnung, wenn jemand die ganze Zeit irgendwelche Videospiel-Cases auf und zu macht. Weißt du, ich könnte hier so, das wäre für mich ASMR-Content. Aber dann noch dieses Ohrgeschlabbere dabei. Das ist wirklich schlimm. Yes, save and continue. Oh, Revan, moin, Leo ebenso. Mich macht ASMR, ja genau, ne? Mich macht ASMR aggressiv. Meine beste Freundin, die pennt damit ein. Die braucht das zum Einschlafen. Ich höre dann dazu, dann gerade weil die so irgendwie so am Schmatzen sind oder so. Ich will einfach am liebsten den Bildschirm schlagen. Ich will einfach die Leute an der Gurgel greifen und ihnen ins Gesicht schreien, dass sie einfach aufhören sollen. Aber ich glaube, jeder hat so seine Pet-Peeves. Ich meine, ich krieg auch zwischendurch einfach so die random Kommentare für Dinge, die ich sage oder in meiner Art zu sprechen, die manche Leute wohl an die Decke bringt. Also wenn ich diese Kommentare lese, Leute sind so wütend. Leute, also ich lese die Wut durch ihre Kommentare für absolute, also finde ich so unverständliche Dinge. Also ich habe jemanden gehabt, den es irgendwie so aufgeregt hat, dass ich zwischendurch zu irgendwas kurz ansetze und dann mich, keine Ahnung, kurz mal atmen oder räuspern muss oder so und den Satz nochmal oder das letzte Wort nochmal irgendwie wiederhole als Emphasis oder so. Und ich mir so denke, okay, das regt dich auf. Das ist so dein Pet Peeve, weshalb du das Video nicht gucken kannst. I guess. Oh. We're leaving right now, so get on board and make it snappy. Ich meine, die seltsamsten Kommentare sind immer noch, so alle paar Wochen kriege ich wieder so einen Kommentar von jemandem, der sich darüber aufregt. Also, du benutzt zu viele Anglizismen. Da sind so viele englische Wörter zwischendrin. Das geht gar nicht. Ich spreche ja auch bei mir. Das sind vor allem dann immer, dann kommen immer diese geilen Rechtfertigungen, wo ich dann das Gefühl habe, es ist so irgendwie Projection von Leuten, die das irgendwie, weißt du, das ist dann meistens so, sie haben Angst, das selber zu tun oder beziehungsweise sind vielleicht irgendwie unsicher in ihren eigenen Fähigkeiten da drin und müssen das dann irgendwie auf andere projizieren. So, weil dann kommt dann auch immer dieses, also bei uns wird ja auch in der Firma sehr viel Englisch gesprochen oder bei uns wird ja auch das oder ich mache ja auch das und das und das. Aber das geht ja gar nicht, dass man so viele Sachen dann benutzt. Bye, bye. Ich denke mir einfach nur so, okay, bye, bye then. Oh, Bowsers Schiff. Wie viele hat der eigentlich? Wie viele? Ich liebe das, wie Luigi einfach so weggehen wollte und dann jetzt mitten in das Abenteuer gezogen wird.
Luigi, bester Charakter. Luigi, bester Charakter. Luigi, definitiv. Definitiv der Nintendo-Charakter mit dem Biggest Dick. Definitiv, hundertprozentig. Also, Luigi kriegt sie alle. Ah, Lucy, moin. Am besten solche Kommentare, die dann auch noch ein englisches Wort beinhalten. Ja, das ist dann so die Double Trouble. Oh, jetzt erstmal. Have assembled, we begin boarding. Oh, Luigi wird leider mitgezogen, kommt nicht mehr durch. Was ist mit Sicherheitsabstand? Mindestabstand einhalten. Ich bin ein wirklich böser Mensch. Das sowieso. Das sowieso. In Frankreich würdest du ins Gefängnis kommen bei den ganzen Anglizismen. In Frankreich würde ich einfach sowieso ins Gefängnis kommen. So, wirklich. Also wenn ich länger als 2 Tage irgendwo in Frankreich wäre, ich würde wahrscheinlich automatisch ins Gefängnis kommen, weil ich mich einfach zu sehr über die Sprache aufrege. Oder einfach Dinge so konstant falsch ausspreche, dass ich von der Polizei festgenommen werde und sage, nein, das ist eine, also das ist ja wirklich Nötigung hier in der Öffentlichkeit. Das kann man ja nicht, das können wir ja nicht zulassen. Ich hab dann einmal zu viel Hon gesagt oder so und werd dann weggesperrt. Es erneut mich so hart, wie viele Anglizismen du used, ja. Weißt du, das ist ja so, als wenn ich. Kann ich mich ja auch über andere Dinge auf. Weißt du, oder wenn sie. Ich muss sagen, auch was ich richtig geil fand, das habe ich bisher noch nie gehabt. Ich habe bisher noch nie so richtige Fanboy-Kommentare gekriegt. Also nicht Fanboys von mir, sondern von anderen Spielen. Wo das wirklich häufig war, war unter dem Last of Us Video. War wirklich unter dem Last of Us Video, weil ich hatte sehr viele Leute, die dann auch mit explizit Last of Us kommentieren. Also die hatten Last of Us Avatare und teilweise Namen. Und das war dann auch irgendwie so, das ist mein irgendwie liebstes Spiel aller Zeiten. Ich muss aber sagen, um das die Leute so ein bisschen in Schutz zu nehmen, dass da eigentlich alle zumindest cool waren. Also, dass die nicht irgendwie gesagt haben, boah, du hast doch keine Ahnung und mich irgendwie beleidigt haben. Das war eine andere Person, ich meine, die kriege ich immer und das Video hat auch eine, das hat nicht die größte Dislike-Ratio. Ich glaube, das Video, ich müsste nachher nochmal reingucken, aber ich glaube, das Video, was die größte Dislike-Ratio hat, ist glaube ich nicht mal das Harry Potter-Video, es ist das Capcom-Video. Es ist die Anzahl an Leuten, die so pisst waren über das Capcom-Video, die mir reingeschrieben haben, ja, wenn es dir nicht gefällt, dann guck's doch nicht. Und also ein Live-Event, von dem ich vorher, so ich als riesiger Resident Evil-Fan, werde das Capcom-Event nicht gucken. So, ich guck das ja, weil ich mich über irgendwas freuen möchte. So, ich guck das ja nicht mit der Annahme, oh, ich gehe da jetzt rein und dann werde ich das alles hassen, bla bla bla. Aber das ist wirklich so, dass du da kein. Du darfst das irgendwie nicht schlecht reden. Du darfst das nicht schlecht reden, weil. Keine Ahnung. Weil sie es sonst irgendwie nicht mögen. Achso, die erklären das nur. Alles klar. Ich dachte, ich könnte das irgendwie auch noch von denen. Das Spiel sieht so gut aus. So, ich mag. Ich bin wirklich nicht gegen das Remake. Ich habe das Remake auch durchgespielt. Aber ich muss sagen, dass ich den originalen GBA-Look weiterhin präferiere. Ich muss auch sagen, dass ich die ersten. Ich finde, die ersten 3 Spiele sehen besser aus, als sie danach gekommen sind. Ich finde, dass das Superstar Saga, Brothers in Time und Bowser's Inside Story besser aussehen als Dream Team und Paper Jam Bros oder wie das heißt. Ich finde, die sehen nicht verkehrt aus. Ich finde, das sind keine schlecht aussehenden Spiele. Aber für mich ist der Pixel Art Look in den Titeln wesentlich besser als diese. Ich weiß gar nicht. Das sind ja. Ich glaube, das sind auch so 3. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie es genau bezeichnen würde. Wie die 3DS-Titel aussehen. Ich war der Grund, warum man die Dislikes nicht mehr sehen kann. Ich dachte, das GTA Remake. Nein, das GTA Remake-Video hat gar nicht so viele Dislikes. Ich müsste mal gucken. Warte mal, ich guck mal kurz.
Ich guck mal kurz, was das ist mit der. Ich kann das leider nicht danach sortieren. Aber. Warte mal. Also das Capcom-Video hat 78 Likes nur. Also quasi so, sagen wir mal, so 23 Dislikes. Das Last of Us hat 13. So, jetzt muss ich mal gucken, weil die meisten Videos, ne, wie bei allen Leuten, haben immer so 95 oder plus. So, das sind Ausnahmen, wenn du da irgendwelche Ausreißer hast, das passiert wirklich selten. So. Oh nee, das Harry Potter Video ist doch das meist. Okay, das sind nochmal. Das war vorher tatsächlich bei 80 Mal. Das ist jetzt runtergegangen auf 65 Likes. Also 35 Dislikes. Weil ich glaube einfach nur noch Leute das Video angucken. Weil ich kriege auch unter diesem Video seit Wochen nur noch negative Kommentare. Ich kriege immer, wenn ich einen neuen Kommentar auf diesem Video kriege, das ist zu 100% der Zeit, sind es immer Kommentare von wegen, ich bin nicht transphob, aber. Ich habe ja nichts gegen solche Leute, aber. Ich lasse ja jedem seine Meinung, aber. Every time. Every single time. Wirklich, jedes Mal. Oh ja, Gott, das finde ich auch cool, dass der in dem Inventar bei dir drin ist. Dass der so bei in dem Inventar reingeht. Diese Kontextualisierung ist hervorragend. Und dass jetzt auch diese Passbilder gemacht werden. There aren't any photos. You Schmucks! Oh nein, Bürokratie. Ja, das sind die besten Kommentare. Ja, oder auch ich hatte gestern auch wieder noch eins draufgekriegt mit dem und dann so, du bestrafst damit nicht J.K. Rowling, du bestrafst damit die Entwickler. Und es ist so, my man, die Entwickler wurden bereits bezahlt, das ist eine Auftragsarbeit. Wem du hier das Geld gibst, ist Warner als Publisher und eben Rowling, die natürlich noch Royalties davon bekommt. So, denen gibst du das Geld. Den Entwicklern, denen gibst du gar nichts. So, weißt du, was du den Entwicklern, wenn du den Entwicklern auch, wenn du beides machen willst, so niemandem Geld geben und aber, dass sich die Entwickler freuen, dann kannst du einfach das Spiel gebraucht kaufen. Come back anytime. So, als Entwickler willst du hauptsächlich, dass Leute dein Spiel spielen. Und nicht, dass du, also gerade wenn es eine Auftragsarbeit ist. Und das Ding wird eh genug Kohle machen. Das wird sich locker 5 bis 10 Millionen Mal verkaufen. Easy. Absolut problemlos. So, es ging mir in diesem Video nie darum, irgendwie einen Boykott aufzurufen, sondern einfach für mich als Content Creator meinen Standpunkt zu vermitteln und zu sagen, okay, das ist da, wo ich bin, damit Leute das eben auch dann wissen. Das ist der einzige Grund, dieses Video gemacht zu haben. Aber holy shit. Ich habe auch diesen einen Kommentar gekriegt, wo jemand so, oh, ich kann ja gar nicht sagen, ich habe so viel Wut im Bauch und ich versuche das jetzt irgendwie noch halbwegs normal runterzubringen. Und ich habe diesen Kommentar seit so 3 oder 4 Tagen da offen und ich weiß nicht, was ich irgendwas drauf antworten soll oder was genau, weil ich mich das einfach so perplex, wie Leute das mitnimmt, wenn jemand einfach nur seine Meinung einfach nur sagt, hey, ich will das nicht unterstützen, ich will dazu keine Videos mehr machen, deswegen hier einfach mal kurz gesagt. Und das ist, ich glaube, das ist das Beste. Oder, was haben wir hier? Nein! Oh, Mario sieht viel zu cool aus jetzt. Mario sieht viel zu cool aus. Warte mal, wie kann ich nochmal... ja, auf Start war es, genau. Stare right into the camera, don't press on the control pad to goofy poses. Oh, great, I've taken a passport photo. Let's go! Okidoki. Okidoki? Oh, Alter, der Tag, an dem Charles Martini stirbt, wird ein sehr trauriger Tag, holy shit. Ich bin da mental noch nicht drauf vorbereitet. Ich meine an sich die Persönlichkeiten von den beiden Leuten sehr gut getroffen.
Bros Info. Na, wie sind denn so, was habt ihr auch die Infos über eure Bros? Mushroom! Einfach mal die, ich meine, das ist kein schweres Spiel. Obwohl ich damals, glaube ich, beim ersten Durchgang ziemliche Probleme mit dem Final Boss hatte. Daran kann ich mich noch erinnern. Einfach mal das Inventar zerstört hier. Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Achso, da kommt jetzt die Sequenz. Hast du eigentlich schon auf dieses komische Stay-Video darüber reagiert? Oh, stimmt das. Das können wir nachher machen. Genau, das können wir, glaube ich, nachher machen. Weil das hatte jemand im Discord gepostet und ich wollte da, glaube ich, einfach nur mal auch so mäßig auf so ein paar Punkte davon eingehen. Es ist nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. So meine Vermutung war, ist das deutsche Quartering. So schlimm ist es nicht, aber es sind schon so ein paar ignorante Takes da drin. Oder beziehungsweise auch so, ich will nicht mal sagen gewollte Strohmänner, aber definitiv so eine Fehldarstellung von Punkten, wo es einfach so, okay, da fehlt die Erfahrung. Nee, brauche ich nicht. Das kann ich alleine. Ich hab das schon öfter gemacht hier. Weißt du, Easy Mode, brauchen wir nicht. Want to break the barrel? Yes. Alter, einfach mal so eine kleine Eichel da drin gefunden. Ich hab doch gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht. Show how to dodge. Oh, ich weiß, wie man dodgt. Ja, ja. Aber das mag ich sehr, dass du pro Charakter einen Button hast. Wodurch es immer sehr verständlich ist, was du machen musst. Press the B-Button now. You fucking twerp. Vor allem die Counter-Attacks in den Spielen finde ich eben super. Dass du teilweise noch Möglichkeiten hast, bei der Verteidigung nicht einfach nur den Schaden zu umgehen, sondern auch noch Schaden beim Gegner eben zu lassen. You can practice it. Weißt du, wie wär's einfach, wenn ich die Leute sofort töte? Wie wär's damit? Einfach mal. Dann haben die gar keine. Ja, siehst du, dann haben die überhaupt keine Möglichkeit. Das hat niemand gesehen. Das ist der Input-Lag. Weißt du, Luigi muss auch ein bisschen gestählt werden. Ich muss ja mal gucken, was der für Verteidigung hat. Lass mich mal den Rest von den Leuten hier umbumsen. Aber ich muss wirklich sagen, also gerade auch für so ein RPG hat das Ding ehrlich gesagt gutes Pacing. Das war mir auch so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Du brauchst zwar etwas, um in das andere Königreich zu kommen, aber alles bis dahin hast du eigentlich auch so zack, 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 Events bis dahin und machst einfach immer irgendwas anderes in dem Spiel. Ich weiß nur nicht mehr, wie die Rate an Kämpfen irgendwie war, aber ich meine, das hatte ja, du siehst ja die Leute auf der Weltkarte. Die wollen einfach nicht treffen lassen, ja. Das ist die erste Monster-Hunter-Regel. Monster-Hunter-Komplettlösungsbuch, Seite 1 von 500. Nicht treffen lassen, restlichen Seiten sind leer. Mehr brauchst du nicht. Oh, welche Rüstung ist die beste? Einfach nicht treffen lassen. Ist scheißegal, kannst nackt gehen. Mit welcher Waffe mache ich den meisten Schaden? Einfach nicht treffen lassen. Dann kannst du auch, dann ist es okay, wenn der Kampf ein bisschen länger dauert. Und so, der Rest ist vollkommen irrelevant. Regel Nummer 1, Monster Hunter, nicht treffen lassen. Start the battle by taking damage. Oh boy. It's just like in my Persona games. It's just like in my favorite RPG. Einfach voll getötet. Oh, das fand ich eigentlich ganz gut. Das fand ich eigentlich, dass dieses Roulette, was du noch bekommst. Das ist eine viel bessere Umsetzung von so einem Element, als es irgendwie das Roulette in Crisis Core oder so ist. Ich weiß gar nicht mehr, wofür war der Stash-Bonus eigentlich? Das ist einfach nur, Mario ist einfach ready to be the bottom. ich meine, am Anfang einfach ein bisschen mehr Power zu haben, ist, glaube ich, nie verkehrt, ne? Einfach der Wert. Ich glaube, ist es nicht auch so gemacht, dass je nachdem, wie hoch der, wenn ich jetzt zum Beispiel einen niedrigeren Wert genommen hätte, dann wäre es einfacher, einen höheren zu bekommen. Dann hätte ich da mehr Einser und Zweier, dann hätte ich da nicht nur Einser und Zweier, sondern Dreier und Vierer Werte drin.
Ich meine, wir können das gleich mal bei Luigi testen, wenn der dran ist. Stash ist Charisma, glaube ich. Was bringt das denn im Spiel? Das war auch meine Strategie in Hades, in Hades letztens. Oh, auf die Fresse. Oh, diese geile 3D-Animation. Alles aus dem GBA rausgeholt, was geht. Fuck you! Fuck you! Easy. So, Lugi. So, dann geben wir Lugi mal, was ist ein niedrigerer Wert, den er hier hat. Dann gucken wir einfach mal, was bei Stash ist. Ja, ne? Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eine bessere Zahl bekommst. Ich weiß nicht mehr, ich hatte irgendwann mal vor Ewigkeiten halb in den Speedrun reingesehen. Ich glaube sogar ein ADGQ oder SGDQ Run, wo das auch so ein bisschen erklärt wurde. Aber ich habe nur so halb zugehört und es wieder vergessen. Ich hatte einen Boon, der mit jeder Sekunde 2 KP. Okay, ich dachte 2000 P, was auch immer P ist. Geheilt hat. Stash macht auch Crits? Oh, crazy. I never knew. Man lernt immer wieder was. Ich und RPG-Elemente. Ich und, ne, wieder diese Stats. Kriegt man das irgendwie selber raus im Spiel? Steht das irgendwo? Müsste gleich mal ins Menü gehen oder so. Oder dass es irgendeinen Charakter gibt, der dir das erklärt. Looks like the crane mistook you for a cargo. That looks uncomfortable. Hey, since you're up there, why don't we use you as a lookout? Einfach mal Luigi arbeiten lassen. Unbezahlte Arbeit hier. Mit dem ultimativen Wedgie. Und Luigi macht einfach mit. Ich finde, Bowser sieht nicht gut aus. Das Charaktermodell von Bowser ist wirklich nicht gut hier. Bin ich ganz ehrlich. Man sagt immer, die Monster Hunter-Regeln, die Dark Souls-Regeln, immens inspirierter. Nicht treffen lassen. Ich meine, es kommt ja auch immer auf das Spiel an, ob das überhaupt möglich ist. Ne? Es gibt ja Spiele, bei denen es ja nicht möglich ist, sich treffen zu lassen. Ich bin immer ein Fan davon, wenn es in einem Titel machbar ist, No Damage zu machen. Ohne irgendwelche absurden Tricks. So, Resident Evil 7 Madhouse New Game ist theoretisch möglich, No Damage zu machen, aber du musst Tricks benutzen, die vom Spiel nicht vorgesehen sind. So, das zähle ich dann irgendwie nicht dazu. Ha-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Hab extra allen Harry Potter Fans Bescheid gesagt, die sollen mal dein Video anschauen. Ich meine bitte, ich nehme auch gerne Hate Watches. Ich nehme gerne Hate Watches, weißt du, solange sie das mit Werbung gucken, nehme ich gerne die Views. Undertale really looks different. Ich glaube eigentlich, das würde dir gefallen, Janneke, die Spiele. Ich glaube, die Mario und Luigi-Titel würden dir gefallen. Ich weiß nicht, ob du eins davon mal gespielt hast. Irgendwie so ein von den DS-Titeln vielleicht, das Bowser's Inside Story. Ich hätte auch gern so einen Helm. Oh, let's fuck him up. Oh, na, no, Stefan Raab gebiss. Oh nein. Ich meine, am Anfang kannst du auch nicht so, oh, was ist meine Auswahl in den Kämpfen? Ich frage mich, was ich machen kann. Oh, springen? Oh, mein einziger Angriff. Ich meine, das ist vollkommen okay. Wenigstens hast du noch Möglichkeiten zu optimieren. Das war... Irgendwann zeige ich euch, wie man richtig ausweicht, aber nicht in diesem Stream. Das ist ein No... Das ist die Challenge. Das ist einfach No Evade Run hier gerade. Ich darf einfach nicht ausweichen. Ey, wanna dodge? Warum habe ich gelesen, wanna dodge his nuts? Oh, you wanna dodge his nuts? No. Das ist No Dodge Run. Oh, have it your way. Oh, sorry, Leute. Sorry, ich war leider zu gut. Ich kann das einfach nicht lang genug unterbinden. Ich kann einfach meinen Skill nicht lange so eingezäumt halten. Das geht nicht. Siehst du, jetzt konnte ich auch mal wieder failen. Das war schön. Oh, have you readiness for this?
sollte eigentlich. Warum? Ich kann eigentlich mit beiden springen auch, oder? Gleichzeitig, ne? Wenn ich. Warte. Oh. Ja, genau. Warum sich das aussuchen? Warum. Einfach beide Tasten auf eine binden. Dass du dann noch so eine. Dass ich die dritte Taste nutzen kann, um beide gleichzeitig springen zu lassen. Um es mir noch einfacher zu machen. Ich glaube, ich habe genügend Lebensenergie, oder? Wie viel wird das abgezogen? 2. Ich wollte gerade nur testen, wie viel das abzieht, wenn er mich trifft. Einfach nur, um das zu wissen. How could fingerheads like you beat such an awful nasty as me? Hat er Neues? Dr. Robotnik-Style. Das kann nicht gut für die Kopfhaut sein, mein Lieber. Das kann nicht gut für die Kopfhaut sein. Per Vakuum so dran gezogen zu werden? Weiß ich nicht. Do I look like I play video games? Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist ja kein... Ich glaube, das Spiel hat leider keinen Picross. Janneke, das Spiel hat leider keinen Picross. Das ist also nichts für dich. General Starshade, massive explosion. Confirmation. I need confirmation! General Starshade, meteorite confirmed. Alter, mit der Geschwindigkeit. Dead. So wurden die Dinosaurier ausgelöscht. Mario und Luigi, die sind einfach auf dem Planeten gelandet. Bean Bean Borderland. Oh, Borderlands looks different. Oh, das sind die Ölvorräte. Schnell. Schnell, bevor die Gaspreise weiter hochgehen. Meinst du, ich glaube, Mario hat einfach so null Awareness dafür, wie sehr Luigi permanent geschändet wird. Ich liebe dieses Save-Icon auch. Dass das so etwas, dass das alles so Sachen sind, die irgendwie in der Welt existieren. Das muss nicht sein, aber ich finde, das ist immer noch so ein Detailgrad, den ich sehr wertschätze. Auch, dass das dann so geschrieben wird, der Stempel draufkommt. Das ist immer geil. Das ist immer geil. Einfach mal die ganzen Idioten hier in Ruhe lassen, die können doch gar nichts. Oh, jetzt ist das Seilspringen, was jetzt kommt. Well, well, talk about a nice surprise. Check it out, bruh. It looks like the famous Mario bruh have arrived. Man, that really brings back the memories, doesn't it? Good times, good times. What's up, Brothers M? Are you two heading off on a journey together? You probably want us to let you pass, huh? Yeah, well, I'm sure you guys know this is the border of the Mushroom Kingdom. That's right, it's the border, and since we're the border security, we can't yet let you in until you do some jumping worthy of the Mario name. Stell dir mal vor, das musst du machen. Das musst du machen, du willst in ein neues Land einreisen. Und jetzt erstmal Seil springen. Want to do the border jump? Explain it, no. Yes, komm, machen wir einfach. Kann ich nicht auch einfach euch kaputt schlagen oder so? Einfach die Animation des Seils ist wahrscheinlich heftiger als alles andere. Oh, Leute, ich muss mich wirklich konzentrieren. Mario lebt doch noch, das ist überhaupt kein Problem. Wie der guckt einfach. als könnte er es nicht glauben. Ist das deterministic? Ich glaube ja, oder? Das macht's noch besser, dass ich da gerade verkackt habe, ne? Mario einfach invincible. Es ist nur Luigi, der drauf geht. Boah, fies. Game over, you guys wanna try it? Ja, natürlich. Ich hab tatsächlich vergessen, wie fies. Ah, jetzt bin ich zu früh. Okay, das war. Und dann kommt jetzt wieder Luigi. Wieder Luigi. Ja, das war zu früh. Mario. Dann einmal so rum. Normal durch. Wieder zurück. Wieder andersrum, ne? Das. Dann wieder so. Jetzt den. Den. Okay, war's das? Ah, we did it. Ich dachte, nachdem ich am Anfang die beiden Leben verloren habe, das wär's auch für diesen Versuch, aber ich war halt zu gut. Easy.
Das Last of Us, das Silas Last of Us dagegen ist ein Scheiß. Das war ohne Scheiß. Das war auch mein erster Gedanke, wo ich dran denken musste, war das Seil auf Last of Us 2 und das ist so. Wirkt jetzt nicht mehr so beeindruckend, ne? Wenn Mario und Luigi das auf dem GBA schon hatten, dann bewirkt das nicht mehr beeindruckend. Ich finde das aber wirklich absurd, dass es eine Person gab, die quasi die Monate scheinbar damit verbracht hat, das Seil richtig hinzukriegen in The Last of Us 2. Nicht, weil es irgendwie so, oh mein Gott, wie blöd ist, das jetzt mal noch viel schneller machen sollen, sondern einfach nur die Tatsache, dass du halt so einen Großteil deiner Arbeitszeit damit verbringst, eine an sich nicht oft genutzte Tätigkeit in dem Spiel. Es gibt ein einzig cooles Rätsel. Und ansonsten ist es nur so, oh, coole Technik, I guess. Und dafür so viel, also man muss das wirklich einfach schon lieben. Du musst wirklich so drauf sein, okay, mein Ziel im Leben ist es jetzt, diese Seilanimation und die Gameplay-Mechaniken damit hinzukriegen. Das ist mein Fokus. Tunnelblick darauf. Ich mache nichts anderes mehr, weil ich da auch wahrscheinlich Bock drauf... Ne, du kannst das nicht machen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Aber ich finde das halt wirklich faszinierend, dass du dann so sagst, ja klar, das mache ich jetzt. Damit verbringe ich jetzt meine Zeit. Und dann haben wir, damit ich das beste Seil irgendwie aller Zeiten gemacht habe, und dann kommt Mario und Luigi vorbei und es ist so... Ey, 2003 hat angerufen. Wir hatten es schon vorher. Oh, Amerika klopft schon an, ja. Ich liebe meine Border Security Minigames. Wenn sie nach Amerika einreisen würden, dann müssten wir jetzt über Zäune klettern und wahrscheinlich irgendwelchen Maschinengewehren ausweichen. Oh. Boop, 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 boop. Also ich mag diese Traversal, also diese Plattforming-Elemente in den Spielen. Ich würde jetzt sagen, nichts aus dem Spiel ist jetzt an sich irgendwie so das Geile, aber es ist diese Kombination aus allem, die es so gut macht. Na, auch die Animationen in den Kämpfen, wie sie sich bewegen, wie die Blöcke über den Köpfen erscheinen und dann auch so Mario-Style, na, aktiviert wird, indem man gegen den Block schwingt. Das sind richtig gute Icons, muss ich auch sagen. Auch sehr schöne Farben. Generell so, der GBA hat einfach so eine ganz... Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Hardware irgendwas daran liegt, aber einfach die Farbpalette vom GBA, es gibt sowas ganz Eigenes. Deswegen, ich finde es auch passend, das Shredder's Revenge nachher zu spielen, weil das, also ich finde, offensichtlich an eine GBA-Ästhetik angelehnt ist. Nicht an die früheren Titel, die früheren Beat'em-Ups, sondern wirklich mehr so an diese GBA-Ästhetik. Daran ist es angelehnt für mich. Das zweitbeste Mario und Luigi, ich liebe es. Clash, moin. Was ist denn das... Ich nehme mal an, das ist Bowser's Inside Story. Der Lieblingsteil. Ich nehme an, es wird nicht Brothers in Time sein. Das habe ich seit Launch nicht mehr gespielt, das Brothers in Time. Und damals war das eigentlich... Das hat auch super Bewertungen gekriegt, das war mega populär. Aber so nach hinten heraus ist es so der unbeliebteste Teil der Reihe. Ich glaube, das ist sogar unbeliebter als Dream Team. Und Dream Team fand ich einfach... Das fand ich zum Einschlafen, wirklich. Dream Team fand ich persönlich zum Einschlafen. Das war sehr schwer. Ich habe das auch nie durchgespielt. Weil es einfach so... Du bist 30 Stunden am Spielen und dann kaum noch Tutorials. Und dieses Minigame und das Ding. Und nichts Interessantes passiert. Und es ist einfach viel zu lang. Ja, yeah, Bowser's Inside Story natürlich. Das ist auch geil. Bowser's Inside Story ist auch einfach. Bowser's Inside Story ist wirklich eins der besten DS-Spiele. Das wäre easy Top 10. Ich müsste drüber nachdenken, was meine DS Top 10 wäre. Und ich habe auch noch viele, DS-Titel nicht gespielt. Platz 1. Natürlich Ghost Trick. Natürlich. Aber DS Top 10 wäre, glaube ich, schwer, weil du hast so Sachen wie Ghost Trick, du hast 999, du hast Twiwi, du hast mehrere gute Professor Layton-Spiele, also zumindest drei müsste eigentlich gut mit rein. Flower, Sun and Rain, weißt du, da sind einfach, also DS ist wirklich insane, was da drauf war.
Mario Kart DS, die Phoenix Wright-Teile, oh, die beiden Trauma Center-Titel, die drauf waren, die waren auch super. Etrian Odyssey hast du 3 Spiele. Du hast gute Portierungen von Dragon Quest RPGs da drauf. Du hast einen super Advance Wars Teil eben drauf. Und einen nicht so geilen Advance Wars Teil, wie ich finde. Oh, DS wäre wirklich insane, da einfach eine Top 10 hinzukriegen, oder? Oh, I am Tolstoy, the great and famed king of Stardust Fields. I've heard tales of you, but you aren't very impressive in person. Nick, 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 nick. Warum sieht das aus, als wäre das irgendwie so ein 4chan-User? Ja. Pokémon Schwarz und Weiß 2. Black and White 2, ich muss die mal spielen. Ich habe halt das einzige auf dem DS, was ich gespielt habe, war Diamond, glaube ich. Ich glaube, Diamond war das, was ich gespielt habe. Ich muss auch mal hier Heart Gold and Soul Silver, die ja auch fantastisch sein. Weil ich bin halt nach Gen 3 bin ich halt abgefallen von Pokémon. Und das nächste, was ich erst wieder gespielt habe, war halt X und Y, die ich nicht so gut fand. Und ich habe immer gehört, dass gerade Black and White 2 sollen somit die... Also sollen auch die beiden Spiele sein, die auch irgendwie einen besseren Antagonisten haben. Also eine bessere Story. Ich liebe diese Tränenanimation. Diese geilen Bommel. Ich habe nur Weiß 1 gespielt. Ja, ich habe die gar nicht. Ich glaube, ich würde auch heutzutage die Optik von denen wesentlich mehr wertschätzen. Ich meine, wenn ich so drüber nach... Das hat halt auch viel mit der Nostalgie natürlich zu tun, die ich halt für die originalen Versionen habe. Aber wenn ich so an Pokémon denke, der Look, der mir einfällt, ist eben Feuerrot, Blattgrün. Das ist für mich der ultimative Pokémon-Look, der mir immer einfällt. Und ich weiß, glaube ich, für viele sind es eben gerade die DS-Teile und das Sprite-Work darauf. Aber... Davon, wie gesagt, ich habe nur Diamond gespielt und auch nicht, glaube ich, komplett durch oder so. Das heißt, die Erfahrung fehlt da auf jeden Fall. Aber wenn ich mir so Videos davon angucke, dann ist es schon, dass ich so denke, ja, sieht schon geil aus. Ich hätte, glaube ich, mal wieder Bock, irgendwie ein Pokémon zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Lust drauf hätte, einen Nuzlocke zu machen. Aber dafür bin ich, glaube ich, zu schlecht in den Spielen. Aber ich weiß nicht, ob es gerade das interessant machen würde. Weißt du, so ein... Zumindest von einem, wo ich die Pokémon kenne. Weißt du, wenn ich zumindest irgendwie von irgendwie Feuerrot, Blattgrün oder so eins machen würde. Und dann irgendwie auch mit irgendwelchen Stakes, falls ein Run gekillt wird oder so. Ich weiß nicht, ob ich darauf mal Lust hätte. Keine Ahnung. Weil zumindest die Spiele kenne ich noch halbwegs. Ich kenne die Pokémon da draus. Aber natürlich das ganze Meta und sonstige Sachen sind mir... Bin ich immer so, oh, versteckte Werte, das und das Ding noch. Ich meine, wer meine JRPG-Streams kennt, weiß wie schwer ich es darin habe, von alleine auf diese Sachen zu kommen. Find me 1 billion coins. 1 quadrillion coins. 1 bezubloim coins. Give me all of the coins. Ich kann Pokémon einfach nicht spielen. Literally most boring games I've played. Es kommt, glaube ich, immer so drauf an, welche. Aber gerade so die Story, auch als ich Schwert und Schild gespielt habe, war halt einfach viel zu easy. Das war eben so das Problem. Und es ist nichts Interessantes passiert die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es bei den alten Teilen auch mehr die Nostalgie-Verbindung ist, die ich dazu habe, die dann irgendwie hilft. Aber ich glaube halt, so ein Challenge-Run könnte es definitiv interessanter machen. Weißt du, weil dadurch hast du mehr Restriktionen, hast du höhere Stakes und dann musst du eben auch wirklich über alles drüber nachdenken und halt gewisse Situationen, die sonst kein Problem werden könnten, können dich einfach fisten. Das ist es, glaube ich. Wann kriege ich jetzt endlich die erste Fähigkeit eigentlich, dass wir beide aufeinander stehen können? Das könnte auch so Final Fantasy Musik sein, die gerade läuft. Das ist wirklich JRPG Musik. Das war auch Mario Musik, aber definitiv JRPG Musik.
Boom, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, ja, okay, das bringt mir aber nichts. Ich dachte, ich würde dem dadurch vielleicht irgendwie Schaden machen, aber no. Nope. So, wenn das Ding umdrehen würde, das wäre noch ganz geil und wieder zurückfliegt. Bye, bitch! Oh, he dead. Ja, Pokémon Stories waren schon immer Trash, außer halt Schwarz und Weiß. Ja, das habe ich davon gehört. Aber ich meinte, so das, was mich halt auch an den späteren Titeln gestört hat, ne, das, was mich richtig gestört hat an X und Y, ist dieses, wir dürfen keinen richtigen Rivalen mehr haben, die dich irgendwie beleidigen oder sonst was irgendwie machen, sondern die müssen alle deine beste Freunde sein. So, fick das. Fick diese ganzen Bastarde aus X und Y. Ich hoffe, die sind einfach in-Universe gestorben mittlerweile. Diese komplette beste Freundestruppe geht mir so auf den Keks in diesem Spiel die ganze Zeit. Die sind mich einfach so am Nerven. Also ich will einfach wieder so einen Gary haben, den ich hassen kann. Ich will einfach wieder einen Rivalen haben, den ich hassen kann. Das ist das. Ich will einfach wieder der beste Pokémon-Rivale. Der beste Pokémon-Rivale, den wir eigentlich seit Gary bekommen haben, ist Eric Sparrow aus Tony Hawk's Underground. Das ist der beste Pokémon-Rivale. So ein Wichser will ich wieder haben. Einfach irgend so ein Arschloch, ne, das dann auch Glück hat und dir irgendwie Sachen noch vor dir schafft oder so und du hängst hinterher und du willst ihm einfach nur eine reindrücken die ganze Zeit. Das will ich wieder haben. Das ist das, was für mich bei Pokémon vor allem fehlt. Achso, ich muss noch links drücken. This was. Oh, Speedrun. Ha. Optimiert. Hervorragend. Wie viel Geld habe ich eigentlich mittlerweile? 48. Ich brauche noch ein paar. Noch mindestens zwei Münzen. Und dann nochmal die Hälfte. Oh, Sirup. Oh, Found a Cum Bottle. Manchmal gibt's da oben was? Kann ich da hoch? Was kommt hier? Kommt hier wieder Bowser raus. The fuck? Oh, die beiden Penisköpfe, hervorragend. The shooting stars we just witnessed were an alien bombardment, perhaps. In the name of the Starshade Bros, we will find the aliens come. They will rule the day. Bungie.io ist super. Ich muss halt den DS-Teil spielen. Das einzige Bank. Ich habe das für Dreamcast, ist das, glaube ich. Und halt das Xbox Live Arcade-Ding. Die Igavania-Spiele, stimmt. Area of Sorrow. Für den GBA schon. Dawn of Sorrow finde ich nicht so gut, aber das Portrait of Ruin und Order of Ecclesia. Das ist einfach. Ja, Dream Team zum Schlafen, genau. Das ist sowieso Twibi Ubu. Ich finde schade, dass sie Diamant und Pearl und nicht Platin geremaked haben. Ja, das... Ich finde halt, diese Remakes sehen halt richtig kacke aus. Also die interessieren mich halt wirklich null. So, ich habe die 3DS-Remakes von... Ich habe das... Blablabla. Was war das? Blaue? Ruby? Nee. Ruby? Ich sollte es anhand der Begriffe eigentlich erkennen. Aber ich hab das Blaue. Das war das Letzte, was ich noch gespielt habe. Gut, in Schwarz und Weiß 2 kriegst du den Typen, der zwar dein Rival ist, aber einem komplett eigenen Motiv folgt und das böse Team im Spiel ist. Ja, ich meine, das ist auch noch interessant. Also wenn halt der Antagonist oder so, oder Rivale, wenn die interessante Motive haben. Ich muss ja auch sagen, dass ich aus Gen 3 das noch ganz interessant fand, wo es eben auch so, wir wollen die Pokémon retten. Also du hast so Ökoterroristen sind die Antagonisten in dem Spiel. Das ist wesentlich was Nachvollziehbares, Interessanteres als, oh hey, ich will einfach nur Pokémon versklaven. Also in schlecht, nicht wie ihr die versklavt, in gut, weil die das mögen, scheinbar. Ich finde das immer noch so weird. Ich hatte eben wieder so einen aus dem ersten Pokémon-Film oder so, einen Kampf. Und du darfst das einfach nicht gucken und drüber nachdenken.
wenn du so Pokémon-Anime und die Kämpfe darin siehst. Also in den Spielen finde ich das irgendwie abstrahierter. Das ist vollkommen okay. Aber gerade in der Serie und in den Filmen finde ich das so, du darfst nicht drüber nachdenken. Das geht einfach nicht. Das macht's so weird. Ich brauch kein Training. Ich weiß doch, wie das geht. Glaube ich. Oder brauche ich Training? Vielleicht brauche ich Training. Warte, war das nicht auf? Wait. Okidoki, let's go. Okidoki, let's go. What? Muss ich das Training bei denen machen, um was freizuschalten? Oh, ich muss das Training machen. Ich dachte, die könnten das einfach so ohne Tutorial. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das war doch mit L. Oh mein Gott, die sehen so cursed aus von der Seite. Oh mein Gott. Was macht einfach Barney und Fred Flintstone hier in meinem Mario-Spiel? What the shit? Oh, schwierig mit dem Arm. Ich meine, so sieht das auch komisch aus, aber von der Seite sah das einfach so fucking cursed aus. Nein, brauche ich nicht. Kriege ich, glaube ich, schon hin. Whoop, whoop. You did it. Excellent work, man. If you use your high jump, you can do insane things. Und dann Spin Jump, ja. Spin! Oh. Und dann kommt die Pokéfizierung von Lucifer und kippt nach dem Boss von denen. What? Ein Schwert und Schild, wir haben noch 1000 Jahre Zeit, aber ich muss die Welt jetzt zerstören. Eine andere Lösung gibt's bestimmt nicht. Ich fand diese Arenen irgendwie, dass das wie so Fußballspieler irgendwie alle waren. Das war eine seltsame Analogie irgendwie. Also Schwert und Schild generell so ein Spiel, was einfach direkt wieder aus meinem Gedächtnis raus war. Warte mal. Swap Function, Choose, Action. Ja. Nein. Fuck. Ja genau, das war nur Mario konnte den Scheiß, ja. Spin! Oh, we did it. Excellent. Oh, ich hab's endlich geschafft. Keine Sorge, ich denke generell nicht nach. Genau, Alpha Saphir. Ah. Die Antagonisten in Schwarz und Weiß folgen dem größten Psychopathen überhaupt. Ja, es ist... Ja. Deswegen, ich muss da mal... Also, ich wünschte einfach, sie würden was Interessantes machen, was würde da nichts passieren. So auch wieder ein Legenden Arceus. So die ganzen Charaktere und Handlungs und bla, das war einfach so belanglos. Das war so belanglos und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe gegen Ende einfach nur noch so die Texte geskimmt, um zu gucken, okay, was willst du irgendwie sagen und dann lass mich halt weiter. Also ich fand, so das Legenden Arceus ist ein vollkommen okayes Spiel. Das ist vollkommen okayes Spiel, aber das ist für mich Fast Food gewesen. So, das war einfach nur zwischendurch ein bisschen Brain Off. Pokebälle auf Pokémon werfen und die ganze Zeit einfach nur immer weiter. Wie, ich muss das Ding noch holen? Was wollt ihr denn eigentlich? Muss ich noch arbeiten für euch? Was soll denn das? Dreckscheiße hier. Ich kann einfach wieder rausgehen, nachdem ich das Ding geholt habe. Ach fuck, ich drück immer... Weil das so... Start wirkt einfach wie der Button, der ins Menü gehen sollte, ne? Start wirkt irgendwie der Button, der ins Menü gehen sollte, deswegen bin ich da so... Okay, jetzt habe ich eure scheiß Flagge geholt. Ganz klar, ihr Pimmelköpfe. Move out, jetzt kann ich wieder gehen. Legendenartiges ist der größte Rotz für 60 Euro und du kriegst ein PS2-Spiel in die... Ey, ich liebe PS2-Spiele. Ich liebe PS2-Spiele. Stranger of Paradise ist das beste PS2-Spiel dieses Jahr. ich find's nur... Das habe ich auch... Ich muss die Review mal fertig editieren. Das habe ich auch in dem Video gesagt. Beziehungsweise das fängt eben auch damit an. So, ich finde, dass das Problem auch mit einer Besprechung von Legenden Arceus ist, dass es ja, es ist was Neues,
und es war mal was anderes und deswegen fühlte sich das wahrscheinlich auch dann gut und frisch an. Die Sache ist nur, dass das so, dass du so viel mehr damit machen könntest. Hundertprozentig. Du könntest so viel mehr aus diesem System rausholen, aber vielleicht denkst du auch dann in dem ersten Moment nicht darüber nach. Ne? Du denkst nicht darüber nach und dann kommt später ein Spiel raus, was diese Grundlage von Legenden Arceus nimmt und dann was richtig oder einfach nur was Besseres da draus macht. Und dann guckst du auf das Legenden Arceus zurück, spielst das nochmal und dann fallen nachher so Sätze wie schlecht gealtert. So, obwohl es dasselbe Spiel ist und einfach nur du hattest quasi eine andere, die haben die Referenzen gefehlt und deswegen hast du es besser gefunden, als es dann tatsächlich war. Und ich glaube, das wird mit dem Spiel, wenn sie das gerade in den neuen Titeln in Karmesin Scarlet, okay, wenn sie das dann darin richtig umsetzen sollten, Elemente, und dann ist es so, jetzt sehe ich auch, wie es gut geht, jetzt habe ich den Referenzpunkt, aber es ist dann, glaube ich, schwer, sich das teilweise vielleicht vorzustellen, wie es irgendwie besser sein könnte. Deswegen, so, dass das Legenden Arceus, das war halt so Fire and Forget. Das war wirklich Fire and Forget. Das kam raus Anfang des Jahres und es ist einfach schnell wieder vergessen worden. Das ist jetzt schon wieder vergessen worden, keiner redet mehr drüber. Das ist einfach nur das neue Pokémon-Spiel, was dann Ende des Jahres kommt und dann, wenn da Mechaniken übernommen werden. So, der einzige Fall, dass Leute über Legenden Arceus nochmal reden, ist, wenn bestimmte Dinge in Karmesin nicht übernommen werden, denen Leute gefallen hat. Dann wird wahrscheinlich drüber gesprochen und halt Vergleiche aufgebaut. Aber wenn alle Dinge übernommen werden, die Leute daran mochten und ausgebaut werden sollten und halt kombiniert werden sollten mit besseren Dingen, dann wird's, glaube ich, dann wird dieses Spiel einfach in der Versenkung so verschwinden. Lass mich auf deinen Anus springen hier. Ja, schlecht geil. Deswegen, ich finde, das ist so. Ich weiß, warum Leute das sagen, aber deswegen muss ich einfach nur meine Arbeit leisten. Und das ist mein Punkt. Das ist mein Punkt. Weißt du, wenn sie ja der JRPG-Hater ist, dann ist meine. Ich bin der schlecht gealtert Hater. Irgendwann mache ich mein großes Manifest dazu auf dem Hauptkanal und gehe die ganzen Argumente durch. Und dann werde ich hoffentlich die Menschheit dazu bringen, da endlich davon abzusehen, diesen Scheiß zu benutzen. Warte mal, da oben kann ich auch noch hin, ne? Komm ich von hier aus da drauf? I do. Oh, Baby! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir jetzt genügend? Wahrscheinlich, oder? Oh, immer noch nicht. Dreckiger Hoden. Mario Luigi, Sirs. Ich habe gerade zuerst Sis gelesen. Das Beste, was ich mal gehört habe, ist, dass jemand gesagt hat, dass die Map von Arceus besser als die von Zelda sei und dass Zelda einen nur blendet und Pokémon viel besser. Also ich meine, du kannst ja alles besser finden. Aber dafür müsste ich halt wirklich gute Argumente hören. Warum man das besser findet. Weil ja, im ersten Moment wirkt es halt wirklich seltsam. Karmesin und Pupu. Pokémon Pipi Pupu. Ich bin 12, ich fänd's lustig. Ich find's sehr lustig, wenn's einfach Pokémon Pipi Pokémon Pupu geben würde. Oh. Du hast auch bei Sonic auch eine Fanbase, die jetzt schon wieder sagt, dann so, nein, ihr dürft euch nicht beschweren, ihr dürft das nicht kritisieren, das Spiel, das ist noch ein halbes Jahr hin, da wird noch so viel passieren. So. Weißt du, du zeigst ein Spiel, um es zu verkaufen. Du zeigst, das war ein riesiger Marketing-Push, das in IGN First zu bringen.
das war das Footage, was du dir überlegt hast zu zeigen auf die Art, wie du es machen wolltest, um Leuten das schmackhaft zu machen, um die anzuheizen auf dieses Spiel. Und dann zu sagen, du darfst das nicht kritisieren, ist der größte Mumpitz auf Erden. Das ist Marketingmaterial. Das ist dazu da, um das Spiel gut aussehen zu lassen. Und wenn es scheiße aussieht, dann sollte man das auch sagen. So, man sollte nie dazu übergehen, die Entwickler zu beleidigen oder irgendwas. So, mir rollen sich jedes Mal die Fußnägel hoch, wenn ich irgendwie was von Faulheit oder so höre. Aber du kannst das Produkt an sich und das, was gezeigt wurde, kannst du problemlos kritisieren. Bros Attack. Bruh. Kann das bitte. Ich hoffe, es gibt einfach nur einen ROM-Hack von diesem Spiel, wo das Bros einfach nur in Bra umgeändert wurde. Bra-Attack. Kritik-Gatekeeping immer. Ja, das ist so. Oh, du darfst es nicht kritisieren. Oh. Du darfst das nicht schlecht reden. Vor allem, wenn du einfach. Das ist ja vollkommen legitim, wenn das irgendwie so ein Hate-Train oder so ein Scheiß ist, ne? Oder Leute halt beleidigend werden. Aber einfach dieses, oh, du darfst das nicht kritisieren. Und dann so, ja, dann mach doch deine Argumente dafür. Dann mach doch und dann kommt aber einfach nur dieses, oh nein, ich will es einfach nur mögen dürfen. Du darfst es ja auch mögen. Du darfst es vollkommen mögen. Aber wenn du was gegen die Kritikpunkte hast, die Leute äußern, dann bring andere Argumente, anstatt einfach nur da zu sitzen und jetzt kritisieren Leute wieder die ganze Zeit, bevor das Spiel rausgekommen ist. Lass mich Dinge hassen. So, ich lass dich Dinge genießen, lass mich Dinge hassen. Let me hate things. Oh, drauf. Halt! Ja, die Besten, die sagen, mach's doch besser. Das ist immer das Schlimmste. Ich meine, was halt auch schwierig ist, ist halt wirklich dieses, wenn du irgendwas kritisierst und dann so sagst, oh, das hätte aber doch so und so viel einfacher gehen können, ohne wirklich Ahnung davon zu haben oder halt fest zu wissen, wie es hätte besser gehen können, einfach das umzusetzen. Das ist immer. Ich fand diesen Callout so lustig von Mark gegenüber der YouTubers, falls ihr das Video gesehen haben solltet, über dieses Pac-Man Arcade Museum, ne, wo er irgendwie sagte, oh, das ist in Unity. Oh nein, die Emulation läuft über Unity, deswegen ist es irgendwie kacke. Ich habe das Video am Tag davor gesehen, das ist Silohawk. Eigentlich ein YouTuber, den ich mag, aber ich habe auch dieses Video gesehen, das restliche Video war eigentlich vollkommen okay. Und dann genau in dem Moment war es so, als dieser Kritikpunkt kam, war es auch so, oh, come on, wirklich? Vor allem auch noch dieser Unity-Hate. Das ist so. Weißt du, worum mich daran erinnert? Das erinnert mich an diesen Joe Rogan Bill Burr Clip. Mit diesem, wo dann auch Bill Burr eben ankommt und dann so, let's not, ne, me with no medical degree, talking to you with no medical degree. Und das ist genau das Gleiche, wenn du halt über irgendwelche Engines oder sowas redest, wenn du keine Ahnung davon hast. Ich habe auch keine Ahnung davon. Und du musst halt sehr sicher sein in dem, was du da irgendwie von dir gibst. Und halt irgendwie zu sagen, die eine Engine ist schlecht, die andere ist nicht schlecht. So, klar, es gibt gewisse Informationen darüber, dass eine Engine zum Beispiel in irgendeiner Sache gut ist und in irgendeiner Sache nicht gut ist. Und dann die Engine dafür zu benutzen, ne, wie zum Beispiel EA einfach gesagt hat, alles muss jetzt Frostbite nutzen. Und das ist eine Engine, die für First-Person-Spiele gemacht ist. Und dann siehst du, ne, du liest die Interviews mit Entwicklern oder zum Beispiel auch, dass BioWare hatte riesiges Problem mit Frostbite für Dragon Age Inquisition. Und dann liest du das und darauf kannst du dann sagen, ne, okay, ich habe hier die Informationen von der Quelle und kann damit irgendwie das wiedergeben oder argumentieren. Aber einfach nur irgendwie zu sagen, die Engine sei schlecht. So. Oh. Das ist halt so. Vor allem, wenn ich eine Sache gelernt habe, indem ich halt vielen Entwicklern eben auch folge,
online und mir die Dinge anhören, die sie sagen, ist die eine Wahrheit: alle Engines sind scheiße. Das ist wie ich als Editor weiß, alle Schnittprogramme sind scheiße. Damit kann ich das, glaube ich, gut vergleichen. So, alle Schnittprogramme sind scheiße. Die haben alle ihre Probleme. Es gibt nicht die eine perfekte Sache. Alles bringt dich zum Kotzen. Jedes einzelne Programm auf diesem Planeten bringt dich irgendwie zum Kotzen. Oh, Button if you fail. Press it fast. Und jetzt die A-Button. Ich liebe einfach wie Mario. Mario, halt mal kurz diese Pose. Record Scratch. Du fragst dich vielleicht, wie ich in diese Situation gekommen bin. Ja, deswegen. So, ich habe keine Ahnung. Ich habe in so 2-3 Sachen mal kurz angemacht und rumgefurzt da drin. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß genug, um zu wissen, wie wenig ich weiß. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Einfach mal anderen Leuten zuhören, die Ahnung darin haben. Und dann zu merken, wie wenig Ahnung du hast. Oh. Just press the R and L buttons. Ja, alles klar. Kann ich jetzt... Darf ich? Okay, ja. Ja, okay. Das muss nicht so lang gehen, diese Erklärung. Diese Erklärung muss nicht so lang gehen. Einfach nur, um eine scheiß Attacke auszuführen, bei der, yo, wenn's rot leuchtet, drück den Mario-Button. Wenn's grün leuchtet, drück den Luigi-Button. So, kommt man von hier aus irgendwie? Glaube nicht, ne? Ne, ich muss von der anderen Seite kommen. Oh no! My Banus! Oh, Luigi's Buzzy. Boink. Das hat er ausgehalten? What? Unreal ist mein Krampf. Ich meine, du hast ja auch noch, wenn ich das auch immer so mitkriege, ich meine, du hast auch Unterentwicklern irgendwie immer die Argumentation, was irgendwie besser sei und was nicht. Ne? Du hast so Leute, ja. Ich meine, du hast ja auch noch so elitäres Verhalten wie von Leuten wie Jonathan Blow, der so, du bist kein richtiger Entwickler, wenn du nicht deine eigene Engine machst. So, der macht ja für jedes neue Spiel, macht er einfach eine neue Engine. Wo ich mir auch denke, so, ja, am Ende sorgt das dafür, dass die Dinger halt hervorragend laufen und darauf ausgelegt sind. Ne, dass es darauf optimiert ist. Aber ich denke mir, so, würdest du nicht mehr Spiel am Ende rauskriegen, wenn man irgendwie versucht, etwas zu bauen, mit dem deine Art von Titeln, die du machen willst, deine Art von Puzzlespielen irgendwie besser funktionieren? So, wenn ich mir das so denke, wie irgendwie Capcom mit ihren internen Engines irgendwie alles hinkriegen, was sie machen. Weil MT Frameworks halt 15 Jahre lang irgendwie benutzt. Hervorragend für den ganzen Kram funktioniert, den sie gemacht haben. Und das gleiche jetzt irgendwie mit der RE Engine. Also ich war wirklich überrascht auch, weil die haben, ich glaube, die haben ein Spiel in Unity rausgebracht, ne? Die haben, glaube ich, das, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses Taucher-Indie, was heißt Indie, also dieser kleinere Titel, den Download-Only-Titel für die Switch, den sie rausgebracht haben. Ich glaube, der ist in Unity gemacht, ne? Ja. Ja, das ist deswegen, also bei der größte Vorteil von Unity, den ich auch immer, ne, das war ja auch in dem Mark Brown-Video, ist so, du hast einfach keine Engine, für die es mehr Tutorials online gibt. Für die du mehr, ne, auch schon mal Hilfen finden kannst, hey, hier, bevor ich meinen eigenen Kram mache, kann ich erstmal von anderen Leuten das Skript für solche und solche Dinge irgendwie benutzen. Die Dances sind hervorragend, deswegen, Janneke,
ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dir das gefällt, die Spiele. Ich habe die alle da. But you actually have to play a video game. I know it's hard. Das ist Corona ist hart, aber die Tatsache, ein Videospiel spielen zu müssen, ist noch härter. No, no gaming. Du hast einfach nur Angst, homophob zu werden als Gamer und dich dann selber nicht mehr zu mögen. Das ist es doch. Bart, bester Wert, ja, Stash. Ist das wirklich Crit? Ist das wirklich Crit, was dadurch hochgeht? Ich weiß nicht, irgendjemand meinte vorher Charisma. Ich habe keine Ahnung, ob das nur ein Joke war, aber ich habe keine Ahnung, wie Charisma in diesen Spielen sich äußern sollte. Es ist ja nicht so, als ob es irgendwelche Fallout-Dialoge gäbe. Aber ich das schon, das fände ich schon, das wäre schon geil. Ne? Lucky? Also ich glaube, er kriegt auf jeden Fall mehr Crits, oder? Lugi. Maro and Lugi. Erhöht die Crit-Rate, ja. Warte mal, steht das eigentlich wirklich irgendwo beschrieben? Lass mal kurz. Bros-Info. Oh, das sieht auch, das sieht wirklich. Das ist cooles Artwork. Das ist richtig cooles Artwork. Stash. Aber ich kann nicht angucken. Ne, weil klar, Power, Defense, Speed. Ne, das ist alles klar. So, Speed in einem rundenbasierten Rollenspiel, ja, ne, du kommst halt schneller dran. Vollkommen okay. Aber Stash ist, glaube ich, nicht. Also, ich habe zumindest keine Möglichkeit, das irgendwie erklären zu lassen. Ich glaube, ich habe noch gar kein neues Equipment gefunden, ne? Einfach mal die Hosen tauschen von beiden. Einfach mal Mario Luigis Hose anziehen und umgekehrt. Übrigens fand ich es gut, dass die Babys in Partners in Time auch einen Bartwert haben. Lol. Ja, meiner ist null. meiner ist im Minusbereich. Den hat man leider vergessen zu skillen. Das ist ein bisschen imbalanced. Also ich habe mich, glaube ich, jetzt gerade wieder, ich glaube, über eine Woche nicht rasiert. Ich glaube, ich habe mich über eine Woche nicht rasiert und ich sehe aus wie, keine Ahnung, ein 15-Jähriger, der sich einen Tag nicht rasiert hat oder zwei. So sieht es bei mir gerade aus. So, keine Ahnung. Es würde mich wundern, wenn das mehr als 100 Haare wären insgesamt. Über das ganze Gesicht verteilt. Das ist einfach, das ist ein Minuswert. So, deswegen keinen Bock, die restlichen Haare zu verlieren. Weil ich hätte nicht die Möglichkeit, weißt du, ich müsste voll Moby gehen. Ich müsste full on Moby machen, weil ich nicht die Möglichkeit hätte, irgendwie eine Glatze mit einem coolen Bart zu kompensieren oder dadurch dem Gesicht mehr Kontur zu verleihen. Die Möglichkeit habe ich nicht. Mein Bartwert ist zu hoch. Gerne was abgeben. Wirst du auch nach dem Ausweis beim Alkaufen gefragt? No joke. Ich bin fast 33. Ne, ich habe noch knapp einen Monat. Ende Juli. Und das letzte Mal war es, ich glaube letztes Jahr bin ich noch mit nach außen im Ausweis kontrolliert worden, als ich im Mediamarkt was gekauft habe. Noch letztes Jahr. Ich glaube, mit der Maske oder so ist es auf jeden Fall besser geworden. Einfach weil Leute dann sowieso das irgendwie nicht mehr richtig abschätzen können. Aber wenn ich halt nicht mal irgendwie so diesen Popelstoppel oder so habe, da wurde ich noch kontrolliert. Also man würde mich auch niemals, also ich glaube, niemand auf diesem Planeten würde mich auf über 30 schätzen. Never. Never. Ich habe so, ich weiß einfach, ich gucke einfach Tim Roger. Und dann weiß ich, wie ich in der Zukunft aussehen werde. Das ist meine Projektion, die ich habe. Also ich weiß einfach, ich gucke Tim Roger an und ich weiß, so werde ich mit 40 aussehen. Eternal Baby Mode.
Nur, dass ich nicht, so ganz so geile Haare habe. Da bin ich dann schon neidisch drauf. Nick, 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 nick. Komm, machen wir mal fette Bros-Tag, Baby. Was haben wir denn hier? Der Bounce Brass. Machen wir einfach mal die Bounce Brass. Hab ich ne? Wait. Warte, back. Was ist denn? Splash Bros, ja. Hab ich? Ich hab das Gefühl, ich hätte eigentlich getroffen. Na, egal. Machen wir nochmal. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu spät dran. Das kann sein. Das ist einfach der Lag, den ich hier habe. Weißt du? Daran liegt's, Leute. An nichts anderem. Ah, fuck, dann kommt. Ja, stimmt, wenn das. Das ist eigentlich auch ganz cool, dass wenn du bestimmte Fehler in der Reihenfolge machst, dann andere geskippt werden. Ich bin so. Ja, fuck. Da war ich nicht drauf vorbereitet. So, jetzt aber. Und den. Hervorragend. Hat auch schon besser funktioniert. So, jetzt. Da war ich, glaube ich, beide Male zu früh dran. Ich meine, ich habe tatsächlich einen kleinen Input-Lag, daran kann es ein bisschen liegen. So, no Johns, aber. Ich bin normalerweise besser in sowas. Oh, einfach gar nichts machen. Wie bei Mario Party. Einfach gar nichts machen und gewinnen. Die Musik ist wirklich super. Ich glaube, einmal hält er noch aus, ne? Ich meine, ist ja nicht so, als ob ich nicht genügend Items hätte. Okay, der geht hoch. Versager. Komm, Baby, crit mal wieder. It's critting time. Oh, beide sind auf Mario gegangen. Okay, wenn die beide treffen würden, dann wär's, glaube ich. Dann hätte ich ein Problem. Aber ich gehe einfach davon aus, dass es nicht passieren wird. Monster Hunter-Regel. Einfach nicht treffen lassen. Hätte einfach beide oben gemacht. Der Strolch. Und tot. Das war gekonnt. Das war mit Ansage. Oh, ich finde es irgendwie niedlich, wenn ich Kinder in der Pubertät sehe, die sich in Babybart nicht rasieren. Ja, das bin ich. Das bin ich gerade. Ich habe jetzt meinen Babybart nicht rasiert. Ich werde jetzt mit 20 für 15 gehalten. Aber das geht noch. Das geht noch. Ich glaube, mit 20 wurde ich. Ich wurde einfach seit ich 15 bin, vor 15 gehalten. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Ja, du hast Zeitlupe, Marin. Du darfst ja nicht zu schnell sein. Ja, ich glaube, das war vom Timing her ein bisschen blöd. Deswegen, ich bin froh, wenn ich das jetzt. Ich sollte es, glaube ich, spätestens nach meinem Geburtstag, sollte ich, glaube ich, das hinkriegen, den zweiten Monitor endlich zu organisieren. Dann wird das kein. Dann muss ich nicht immer in dem Elgato-Vorschaufenster hier mehr spielen. Das wird die Streams so viel angenehmer machen. Ihr habt einfach keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, wie viel angenehmer das dann sein wird dadurch. Oh, also für mich. Ich weiß nicht, ob bei euch was dabei ankommt. Aber hey, wenn ihr mir das auch ermöglichen wollt, warum nicht einfach mal kurz runterscrollen, gucken, ob ihr noch einen Prime-Sub verfügbar habt, mir das zu geben. Dann kann Björn sich auch vielleicht schneller einen zweiten Monitor leisten. Warum das verfallen lassen, wenn man das auch mir geben kann? Ne, auch an alle Leute da draußen, die gerade, ne, nicht zuschauen, das nur nebenher laufen lassen. Mach mal kurz Pause, komm mal kurz rüber, einmal auf den Button drücken, nachsehen, dann könnt ihr wieder weitermachen. Könnt ihr wieder weiter Haushalt machen, das ist vollkommen okay. Green Stash. It's all up to you. Das gilt eben übrigens auch für die Leute, die sich das als VOD bei YouTube angucken. Ich weiß genau,
dass ihr da draußen seid. Auch du, genau du. Auch du kannst kurz mal, einfach selbst wenn ich nicht live bin, kurz bei Twitch vorbeischauen und gucken, da ein Prime-Abo dazulassen. Bevor es verschwendet ist. Bevor es verfällt. Ungenutztes Potenzial. Oh, sorry, hab keinen parat. Ah. Aber deswegen erinnere ich ja immer wieder dran, weißt du? Der Tag. Man muss halt immer wieder nachgucken. Man muss halt immer, weil der Rollover-Day, das ist bei jedem anders. Ich würde gerne meinen Bartwert gegen minus Bauchwert eintauschen. Naja, okay, da lässt sich ja theoretisch was machen. Bei meinem Bartwert kann ich jetzt nicht viel machen. So, I don't know. Transplantate. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Nein, ich will. So. Oh, they're the Mario Bros. The Mario Twins. They look the same. They look so much the same. Mushroom. Oh, jetzt sind wir fast. Weißt du, schaffen wir es in dem Stream zumindest noch ins Königreich zu kommen, der Bohnen. Ich glaube, wir sind jetzt zumindest gerade drin, aber noch nicht bei der Königin angekommen. Das Wasser sieht so geil aus. Das Wasser sieht so thick aus. Ah! Oh! Rizzy, danke für das Abo. Vielen, vielen Dank. Kann die Macht der Freundschaft auf Bärte besiegen? Das weiß ich nicht. Aber die Macht der Freundschaft kann auf jeden Fall Twitch Prime Abos dalassen. Wir sind einfach die Macht der Freundschaft, Leute. Parasoziale Beziehungen und so. Mehr aufbauen. Extra am PC gegangen und zusammen gönne Apple die 50 Cent extra nicht. Ja, genau das. Vielen Dank. Ehre. Nick, 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 nick. Einfach dieser. Du bist am Fliegen. Warum hast du eine Krücke, wenn du am Fliegen bist? Und warum ruft mich meine Mutter gerade an? Was ist da los? Nein. Ich bin auch teilweise wirklich einfach, ich rufe Leute an und dann schreibe ich denen einfach nur die Nachricht, nein. Wie nein? Weißt du, ich könnte auch einfach sagen, sorry, kann gerade nicht, aber ich finde es irgendwie lustiger, wenn jemand dich anruft und du einfach nur sagst, nein. Das klingt so nach diesem, ich verwehre dir gerade die Möglichkeit, mich anzurufen. Ja, stell dir mal vor, du bist ein männlicher Mann, der Bärte nicht mag, aber hast einen dämlichen OP-Bartwuchs, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde das einfach, weißt du, vor allem, ich kann ja nichts damit machen. So, ich würde einfach gerne mir diese restlichen, weißt du, diese 2-3 Punkte, die ich in dem Stat drin habe von 100, die würde ich einfach gerne, ich muss die nicht mal umverlegen. Das ist vollkommen okay. Ich würde die einfach nur gerne ausradieren. Weißt du, entweder gib mir halt Bartwuchs oder gib mir keinen Bartwuchs. Aber dieses so ein bisschen noch Stoppeln zu haben und dass ich mich halt trotzdem noch in einer gewissen Form drum kümmern muss, das ist halt so, ugh. Nervig. Weißt du, wann können wir einfach endlich mal so Stat-Punkte umverteilen? Weißt du, du kriegst einfach, ne, du kriegst wie im RPG einfach so eine gewisse Zahl und dann kannst du das auf gewisse körperliche Merkmale einfach verlegen. Und kannst dir dann sagen, nee, das ist mir gerade wichtig. Das jetzt eher so nicht. Vollkommen okay. Oh ja, ob ich oben Haare habe, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich habe halt den fixsten Bart ever. Oh, gib mir das bitte. So, das brauchen wir. Einfach so als Modular. Einfach die Barthaare, aber kommt der Scheiß, muss ich das nicht auch dann immer wieder machen, so weglasern lassen oder so? Das kostet halt auch Geld. Twitch Prime Abo. Oh, warum nicht dafür? Wie, ich kann den nicht angreifen. Ich kann diesen Kaktor nicht angreifen. Ich will einfach auch ganz normale Dorfbewohner angreifen können. Das Assassination Classroom. Nein! Ich wollte nicht da runterspringen. Ja, aber das ist halt
nee, komm, also bevor ich mir die zupfe, irgendwie so 100, 200 Stück, dann rasiere ich die dann lieber zwischendurch ab. Aber wenn ich einfach nur so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das bei der Menge weglasern lassen könnte. Jetzt sind wir mal realistisch, wir wissen, wie fast alle Männer skillen würden. Ich glaube, da würde trotzdem viel mehr in Haare gesteckt werden. Ich glaube, es gibt auch mehr Leute, die dann mehr in Haare als in Bart rein skillen würden. So, ich meine, ich habe auch jetzt weniger Probleme. Aber es gab definitiv eine Zeit, wo ich, so ich glaube, irgendwo zwischen 18 und 20 muss das passiert sein. Irgendwie zwischen 18 und 20 habe ich einfach so an der Thickness irgendwie verloren. So die Haardichte. Die hat sich auf einmal reduziert und seitdem ist die halt gleich geblieben. Aber ich hatte, ich weiß das halt auch von mir selber und auch wenn ich halt alte Bilder oder so angucke, dass ich halt so insane dickes Haar hatte. Also die einzelnen Haare an sich sind bei mir halt immer sehr dünn. Das waren die auch damals so. Aber die Haardichte war halt absolut insane bei mir. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dann sage, ey, wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich mir das auch wieder auf den Stand zurückmachen lassen. Sowas, genau. So leichte Geheimratsecken oder so, die ich habe, die sind mir halt scheißegal. So je nachdem, welche Frisur ich habe oder so, siehst du das eh nicht. Weil das so gering ist. Aber so die alte Dichte hätte ich vielleicht wieder gerne zurück. Einfach weil es sich auch geiler anfühlt, da irgendwie durchzugehen. Und keine Ahnung, wenn du dich halt so 18 Jahre damit kennst und dann verändert sich das so ein bisschen. Und dann bist du so, na, vielleicht will ich doch wieder wie früher haben. Woher kommt das eigentlich, dass das so insane ist, dass diese komplette Hairplugs, Haartransplantatindustrie scheinbar in der Türkei so riesig ist? Weil das ist ja, also ich habe das früher einfach immer für ein Meme gehalten, als das Leute gesagt haben, aber scheinbar ist das wirklich so. Wenn du da für einen günstigen Preis gute Ärzte haben willst, dann fahr in die Türkei. Und dann fahr einfach in die Türkei und mach dir das da lassen, weil da irgendwie Nonplusultra, da ist es irgendwie so, da sind die auf einem ganz anderen Level. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Das muss ja irgendwie eine Erklärung haben, warum das gerade in dem Land so stark ist. So ist es dann irgendwie, ist das von den Vererblichten, ist der Haarausfall da irgendwie höher, Testosteronlevel einfach irgendwie stärker. Ja, aber ich meine, das muss ja statistisch irgendwie einen Grund dafür haben. Ne? Es gibt ja immer eine Erklärung, warum sich irgendwas in gewissen Ländern anders entwickelt, warum da ein höherer Fokus ist und so. Ne? Es gibt ja auch bei uns Erklärungen, warum gewisse Industrien stärker sind als andere oder warum die hier stärker sind als in anderen Ländern. Ja, deswegen, ich glaube wirklich, dass wahrscheinlich mehr Haarausfall ist. Oder vielleicht, dass das Kopfhaar irgendwie noch wichtiger angesehen wird vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie? Yeah. No matter what you hit me with, you can knock me down, I think. Okay, ich glaube, ich brauche den Hammer. Ich glaube, ich brauche definitiv den Hammer. Einfach mal vollsaugen lassen. Einfach mal Mario vollsaugen lassen. So, der kann sich... That's racist! Oh. Mario mit dieser rassistischen Karikatur, wie das geht ja gar nicht. Yeah, boy. Das war's? Das war's? Das war das eine Münze, die ich da rausgekriegt habe? War das ein Item?
Die Sonne brennt die Haare weg. Ja, aber das ist, dann müsste es ja doch in anderen umliegenden Ländern ja genauso sein, oder? Dann müsste es doch in Ländern mit ähnlicher Region, also mit ähnlichen Wetterverhältnissen müsste es ja auch gleich so sein. Hast du die Xenoblade 3 Direct gesehen? Die habe ich die ganze Zeit nebenher geguckt gerade. Ich spiele die ganze Zeit gar nicht. Ich lasse das nur nebenher laufen. Nee, habe ich nicht. Ich wollte mir auch ehrlich gesagt nicht so viel von dem Spiel wegnehmen, wenn ich ehrlich bin. So, ich will mich gerade so mental auf Xenoblade 1 fokussieren. Und wenn das durch ist und ich das Video gemacht habe und so, dann Xenoblade 2. Und dann der Dreier, wenn es soweit ist. So, da will ich ehrlich gesagt gar nicht so viel vorwegnehmen bei solchen Directs. Ich gucke mir meistens diese Directs zu einzelnen Spielen nicht so viel an. Ich meine, das, was ich brauche, ist, glaube ich, der Hammer, ne? Um da weiterzukommen. Gab es da trotzdem noch irgendwas anderes, was ich hiermit machen konnte? Weil das hat sich so nach einer Nullnummer angefühlt. Für den einen Punkt. Einfach random Item. Ja. Warte, komm, wir machen mal dreimal. Nicht, dass beim dritten Mal noch irgendwas super Wichtiges daraus fällt. Haarausfall ist vor allem durch DHT und genetische Empfindlichkeit darauf. Ja, nee, du hast zwei Formen von Haarausfall. Also ich meine, du hast noch krankheitlich bedingten Haarausfall, wenn du zum Beispiel, ich habe generell eine empfindliche Kopfhaut, deswegen hatte ich auch vor 10 Jahren oder so riesige Probleme mit einem Ekzem am Kopf, habe aber dafür den richtigen Arzt gefunden und ich trage einfach alle paar Wochen so eine Paste auf und dann ist das wieder fit. Aber durch so einen Scheiß fallen dir halt dann auch mehr Haare aus. Deswegen. Ich meine, gerade bei also biologisch gesehen ja bei Frauen ist es ja auch eher so, dass Haarausfall eigentlich nur kommen kann durch irgendeine chemische Imbalance oder durch auch so Krankheitssachen. Aber bei Männern ist es so, dass du entweder durch Testosteron oder eben diesen genetischen Kram, und bei dem genetischen Kram dann ist es, glaube ich, dieses DHT, und das ist halt irgendwie auf dem oben auf dem Kopf mehr vertreten, und das sorgt dafür, ich habe mir das vor Jahren mal durchgelesen, vor 10, 12 Jahren, als ich mich damit beschäftigt habe, und das sorgt dafür, dass dann irgendwie die Haarwurzeln aussterben, schwächer werden, aber das halt meistens eher oben am Kopf vertreten ist und deswegen du das ja so hast, dass du bei den meisten Leuten, die halt eine Glatze bekommen oder so, ist es eben oben ist und nicht an der Seite oder hinten, ne? Und deswegen, weil wenn du zum Beispiel Haartransplantation machst, dann ist es eben auch so, dass du dann auch deswegen die Haare aus dem umliegenden Kranz oder so nimmst. Also wenn du die eigenen Haare benutzt von den Leuten. Habe ich irgendwas vergessen, was ich nehmen sollte? Ich weiß nicht, ob ich den Hammer irgendwo schon hätte haben sollen. Lass mal kurz hier reingehen. Ah, das sieht doch hammrig aus. Das sieht doch hammrig aus. Of the Hammerhead Bros, Sledge and Mallet, right now they're out looking for rocks. I'm always looking for rocks. They're called minerals, okay? Womit machen die das eigentlich? Mit ihren Füßen? Kann ich hier runter? Ja. Ah, there we go. Ich hoffe, Nintendo macht noch ein vernünftiges Direct. Ich brauche ein neues Metroid Prime 4 PNG. keine Ahnung, was mit dem Spiel wirklich ist. Aber ich meine, ist es ja aus der Vergangenheit schon immer so gewesen, dass das Retro sehr lange an Spielen gearbeitet hat. Ich will einfach nur mal wirklich wissen, was sie die ganze Zeit getrieben haben zwischen Tropical Freeze und jetzt Metroid Prime 4. So, ich sehe Metroid Prime 4 nicht vor Ende nächsten Jahres. So, ich habe das Gefühl, wir werden vielleicht, also frühestens was auf den Game Awards dazu sehen. Also frühestens.
Also es wird ja auf jeden Fall noch eine Direct geben, weil es fehlen noch die kompletten Ankündigungen für die zweite Jahres-, also für das letzte Quartal. So, die kommt auf jeden Fall. Deswegen ist mir das so, I don't care, wann das kommt. So, die Spiele kommen eh nicht vorher raus. So, es wird nichts angekündigt, was nicht, alles, was dann, das dann gezeigt wird oder nochmal Release-Dates bekommt, neue Infos, das sind alles Sachen aus dem, die noch dieses Jahr rauskommen. So, da ist es mir egal, wann ich dann darüber, jetzt sind sie halt hier. Oh, ist das Flint Hammerhead? Beziehungsweise Flint Hammerheads Vater. Ja, wobei Dread auch 4 Monate vor Release angekündigt wurde. Ja, aber das fände ich jetzt, das fände ich, glaube ich, sehr. Also ich meine, ich kann es ihnen zutrauen, aber ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Dadurch, dass, glaube ich, was war das, haben wir nicht letztes Jahr oder Anfang des Jahres noch irgendwelche Ausschreiben für die Entwicklung von Metroid Prime 4 oder so bekommen? Dass das da auf der Webseite von Retro war. Das kann ich mir einfach schwer vorstellen. So, das, was auf der Direct angekündigt wird, ich nehme an, wir kriegen ein Release-Datum für Bayonetta 3, was wahrscheinlich im Oktober oder November rauskommen wird. Wir kriegen ein neues Release-Datum für Advance Wars 1 plus 2. Und dann wird vielleicht noch irgendwas Neues angekündigt, was dann Ende des Jahres rauskommt vielleicht. Weil ich glaube, wann kommt Splatoon raus? September, oder? Bei Nintendo, die Strategie bei denen ist ja immer ein großes Release pro Monat. Ne? Ein eigener Release pro Monat. So. Warte mal, Splatoon 3. Ja, 9. September, genau. Und das heißt, es fehlen noch. Das ist das letzte Spiel, was sie bisher mit einem Release-Datum angekündigt haben. Das heißt, es fehlt noch Oktober, November, Dezember. Und eins davon wird wahrscheinlich Bayo 3 sein. Und ich nehme an, dass noch Ende des Jahres Advance Wars wahrscheinlich rauskommt, weil ich glaube, jetzt momentan wäre es halt kein PR-Desaster mehr, irgendwie ein Advance Wars-Spiel rauszubringen. Kann auch sein, dass sie halt dann noch lieber bis nächstes Jahr drauf sitzen bleiben, je nachdem, was sonst noch irgendwie in petto wäre. Ich weiß nicht, gibt's noch angekündigt? Ich meine, Breath of the Wild 2 kommt nächstes Jahr, das haben sie ja gesagt. Deswegen, ich weiß nicht, gab's noch angekündigte Spiele, zu denen noch Release-Daten fehlen? Außer jetzt Bayo 3. Mario Kart 9. Neues Smash Bros. Kommt noch raus. Ich bin gerade am Überlegen, was noch irgendwie kommen könnte, was noch nicht angekündigt wurde. Aber ja, ich nehme an, dass dann irgendwas Neues noch gezeigt wird für Ende des Jahres. Aber wenn es für Ende des Jahres kommt, dann müsste es, glaube ich, noch. Also dann bräuchtest du spätestens im Juli die Direct. Weil ich glaube, ansonsten wäre es für den Marketing-PR-Cycle einfach zu kurz. Ich würde mich auf eine Überraschung freuen, das All. Vor allem, weil ich durch die Smash-Charakter-Reveals immer hyped auf die Directs bin. Ja, das fehlt so ein bisschen, ne? Das fehlt irgendwie so ein bisschen. If you get us Hubu-Blocks. Die wollen doch einfach nur wieder ihre Droge haben. Diese Hammer-Bros mit ihren Hubu-Blocks. Sind die jetzt hier? Kann ich die jetzt holen, die Hubu-Blocks? Die Hubu-Blocks. Whoop. Nein! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Drück immer die scheiß falsche Taste. Every fucking time. Mir fällt gerade nichts ein, ne? Also ich glaube, von den Sachen, die angekündigt sind, hätten wir, glaube ich, sonst. Ich meine, es kann immer irgendwas da durchfallen. Einfach Mother 4, endlich. Sehr unwahrscheinlich. Ich meine, für die brauche ich doch aber das. Oder kann ich. Nee. Das wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Stein rauskriegen würde, ne? Ich habe irgendwie vollkommen vergessen. Ich habe das 2018, 19 habe ich das Remake noch durchgespielt. Mir einfach unendlich Mushrooms holen. Ich bin letztens halt überlegen, auf eine Switch OLED zu wechseln. Switch OLED ist schon geil. Vor allem, wenn du
Vor allem, wenn du sehr viel Handheld-Modus spielst. Ansonsten lohnt sich das auch ehrlich gesagt nicht. Also, weil so die Performance von dem Ding ist... aber wenn du halt sehr viel im Handheld-Modus spielst, dann muss ich sagen, wirklich, also OLED... Sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Aber ansonsten ist es wirklich... Braucht niemand. Gegenüber der normalen Switch. Ne, natürlich, wenn du jetzt noch keine haben solltest und du willst eine neue Switch holen, dann denke ich, ja, okay, dann hol dir halt eine OLED. So, die ist, glaube ich, was teurer. Aber so, warum dann nicht mit einem besseren Dock haben, der schon auch einen LAN-Port dran hat, Plätze für USB-Ports. So, warum nicht, ne? Besser fürs Handheld-Gaming. Jump! No matter how long you wait, he won't come back. Nein, genau wie meine Kinder. Muss ich doch irgendwie wieder zurück? Nee, oder? Ich glaube, ich wechsle gleich ein. Ich meine, es ist 18 Uhr, ich glaube, wir wechseln gleich einfach. Ich glaube, so können wir es auch machen. Bevor ich jetzt hier noch dumm rumlaufe, die ganze Zeit und irgendwie was suche, was ich nicht finde. Es ist nicht so, als ob ich die irgendwie kaputt machen kann. Oder habe ich die ganze Zeit schon Hämmer bekommen und ich muss sie nur anlegen. Das wäre ziemlich blöd. Nee. Karte sieht cool aus. Oh, hey, das hat ja sehr viel Spaß. Ja, also die Werte da drauf sind schon gut auf. Ich dachte, bei der OLED hätten die auf einen USB-Port verzichtet für den LAN-Port. Nee, du hast außerhalb draußen. Weil ich müsste nochmal den alten Dock gucken, aber ich meine, der alte Dock hätte draußen nicht so viele gehabt. Ich meine, ich hätte eher Probleme gehabt, da Sachen anzuschließen. Wie viele USB-Slots hat der normale Switch-Dock? Weil der hat, glaube ich, weil ich meine, der hatte drei. Also der hat auf jeden Fall zwei außen. Nee, deswegen, das war auch mehr die, so, okay, ich hatte die Möglichkeit dazu, das Ding zu bekommen und dann war ich so, und als ich habe dann damit SMT5 gespielt und das war schon so im Handheld-Modus die ganze Zeit. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das hat sich definitiv gelohnt. Plus es war eben so, dass wir die Switch jetzt im Haushalt, ne? Dass ich jetzt oben eine habe, die halt fürs Arbeiten ist und wir haben unten eine Switch, die so mehr dieses Wohnzimmer-Entertainment. Gerät ist, ne? Wenn Freunde vorbeikommen und wir dann eben Mario Party da drauf spielen, die sind alle darauf vorinstalliert, auf dem Gerät, und dann muss ich nicht immer den Dock hoch und runter nehmen und alles und ne? Ich weiß, es sind so First World Problems, aber es macht's, der Kauf hat sich schon gelohnt für mich, muss ich sagen. Einer davon war doch USB 3.0, obwohl die Switch nur USB 2.0 hat, das kann sein. Naja, gut. Ich glaube, wir können mal den Wechsel gerade anfangen. Saving, do not turn off. I will never turn off. Genau, ich wollte dieses eine Video darauf ein paar Punkte eingehen. Deswegen, wo war das? Ich glaube, das war sogar nicht bei Vorschläge, das war bei andere Creator, oder? Hatte das jemand gepostet? Warum macht Discord gerade Stress mit dem Laden? Nachrichten konnten nicht geladen werden. Danke, Discord. Erneut, ja, hervorragend. Erneut versuchen. Deswegen, ich kannte die Nase nicht. Ich kannte diese Nase nicht. Aber ich dachte, es wäre vielleicht mal wichtig auf ein... Ne, weil irgendwie die Frage dann aufkam im Discord. Und ich dachte, komm, dann kannst du mal auf den Mumpitz irgendwie eingehen davon. Ich kenne den Typen nicht. Ist jetzt basierend auf dem Video, was ich gesehen habe und so die anderen Thumbnails, die ich mir angesehen habe, definitiv keine,
kein Creator, den ich mir öfters geben muss. Aber ich glaube, ich finde es mal wichtig, darüber um ein paar Punkte nochmal zu reden, auch meine Ansichten und meine Standpunkte davon so ein bisschen zu festigen nochmal. Ich glaube, aus der Perspektive ist es vielleicht nicht ganz verkehrt, das zu machen. So, dann lass nur mal kurz wechseln. Ich gehe mir auch gleich noch kurz was zu essen unten machen. Das sollte wieder nur so 4-5 Minuten dauern. Ich mache mir einfach nur kurz ein richtiges Streamer-Essen. Ein richtiges Streamer-Essen, einen guten Rahmen mache ich mir. genau, deswegen, der Titel hatte bei mir schon zu Yikes geführt. Das war Harry Potter und die Instrumentalisierung. Ja, deswegen müssen wir mal. Aber ich dachte, warum nicht auch mal so einen Mist mal gemeinsam ansehen. Wie gesagt, ich hatte es vorher schon gescreent zumindest, dass jetzt nichts